Ein Augenzeugenbericht während des Drehs einer Rettungsoperation auf dem Mittelmeer im Frühjahr 2016. Es ist ein Deal, wie mit Google oder Facebook. Man nimmt einen Service kostenlos in Anspruch, in diesem Fall eine Rettung auf hoher See, und bezahlt dafür, ohne gefragt zu werden, mit seinen Daten. In diesem Fall mit seinem Bild in Not. My, this is Washburn Puzzle. Die Voraussetzung. Das Bild ist nie die Realität. Es ist eine Konstruktion. Wir können in ein paar Minuten erleben, wie ein Actionfilm produziert wird. Copy that. Stand by. Standing by 10. Das Rettungsteam in den Hauptrollen, die Auswanderer in den Nebenrollen. Wir werden der Verwandlung einer Nachricht in eine Story beiwohnen, der direkten, menschlichen und intimen Ansprache der Empfänger und der Obszönität suggestiver Fragen. Wir werden erleben, wie politische und psychologische Zusammenhänge nicht hergestellt werden. Wir werden die Erfindung eines Ortes erleben, an dem sich die Empfänger zu Hause in ihrer Machtlosigkeit wohlfühlen. Das entscheidende Band zwischen dem Medium und seinem Adressaten besteht, einer Formulierung Georg Seeslands folgend, im Management der Gefühle. From my flip camera I can't confirm it's a rubber boat or it's a fiber boat. Wir werden eine GoPro Action Camera beim ersten Kontakt mit Menschen in Not erleben, die gegen den Willen des Rettungspersonals mitgenommen wurde. Wir werden gleich erleben, wie das Rettungsteam zum Komplizen der Medien wird und sich durch die anwesenden Kameras von seinem Auftrag ablenken lässt, nämlich die Insassen der Schlauchboote am Horizont zu bergen. Susan Sonntag schreibt: Fotografien von Kriegsopfern sind selbst eine Art von Rhetorik. Sie insistieren, sie vereinfachen, sie agitieren, sie erzeugen die Illusion eines Konsens. Blut zieht immer,
lautet die Faustregel der Massenmedien. If it bleeds, it leads. Anscheinend ist der Appetit auf Bilder, die Schmerzen leidender Leiber zeigen, fast so stark wie das Verlangen nach Bildern, auf denen nackte Leiber zu sehen sind. Je weiter entfernt oder exotischer der Schauplatz, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Toten oder Sterbenden nackt und von vorne zu sehen bekommen. So besteht das postkoloniale Afrika im öffentlichen Bewusstsein der reichen Länder hauptsächlich aus einer Abfolge unvergesslicher Fotos von Opfern mit weit aufgerissenen Augen. Diese journalistische Gepflogenheit steht in der Tradition der jahrhundertealten Praxis, exotische, also kolonialisierte Menschen darzustellen, wie Tiere im Zoo. Bezeichnend ist, dass diesen Ohnmächtigen in den Bildunterschriften keine Namen gegeben werden. Ein Porträt, das es ablehnt, die abgebildete Person zu benennen, macht sich zum Komplizen eines prominenten Kults, der ein unersättliches Verlangen nach Fotos der entgegengesetzten Art schürt. Wer nur den Berühmten ihren Namen lässt, degradiert alle anderen zu Fallbeispielen für ihre Tätigkeit, ihre ethnische Zugehörigkeit, ihre Notlage. Der andere, selbst wenn er kein Feind ist, gilt uns nur als jemand, den man sehen kann, nicht als jemand, der, wie wir, selbst sieht. Während das Bild, wie jedes Bild, eine Aufforderung zum Hinsehen ist, betont der erklärende Text immer wieder, wie schwierig es ist, eben dies zu tun. Eine Stimme lässt dem Betrachter keine Ruhe. Kannst du diesen Augenblick ertragen? Die unausgesprochene Botschaft lautet: Nein, ändern lässt sich daran nichts. Was wie Gefühllosigkeit aussieht, hat seinen Ursprung in der instabilen Aufmerksamkeit, die das Fernsehen mit seinem Übermaß an Bildern erzeugt und bedienen soll. Die Bilderflut sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit locker, beweglich und gegenüber den Inhalten relativ gleichgültig bleibt. Entscheidend beim Fernsehen ist, dass man umschalten kann, dass es normal ist, zwischen den Programmen zu wechseln, unruhig zu werden, sich zu langweilen. Die Grundhaltung des Konsumenten ist Erschlaffung. Wir leben in einer Gesellschaft des Spektakels. Fragen, welche Bilder, wessen Grausamkeiten, welche Tode nicht gezeigt werden. Politik und Geschichte sind jedoch immer konkret. Die routinemäßige Auslösung von Gefühlsreaktionen. Beautiful. Das Spektakuläre unspektakulär machen. When the engine died that night, I told myself not to give up, to give everything. Visa is a proud supporter of Yushra Mardini and all refugee Olympic athletes. Imaginez, ils ont sauvé 378 personnes. Der Ansager unterstreicht die Anzahl der Geretteten, indem er mit seinem Stift auf den Tisch tippt. Im Fernsehen erklärt der Reporter, was der Zuschauer zu sehen hat. Bonjour, est-ce que vous parlez français? Super, alors. Wir sehen eine absolut gefährliche Situation. Jeder, der runterrutscht, würde vermutlich ertrinken. Okay, we just go and see the others and we come back. Während man selbst in Sicherheit ist. They look okay. Wir hören jetzt Musik vom Hollywood-Blockbuster The King's Speech.
daraus das Stück My Kingdom, My Rules. Wir erleben die Konstruktion eines Dida und eines Wir. Statt einer gemeinsamen Gruppe an Bord erleben wir die Rettungs- und Medienteams auf der einen und diese Flüchtlinge auf der anderen Seite. Wir erleben die Kamera des Staates oben, das gefilmte Opfer unten. Wir erleben eine voyeuristische Indiskretion, die durch das unkenntlich gemachte Gesicht noch unterstrichen wird. Realität wird durch das rassische Subjekt ersetzt. Sagen Sie mal, wie war das denn für Sie, als die Retter kamen? Die Kamera folgt dem Verletzten gegen den Willen der Ärzte in den Behandlungsraum. Und in Italien, sagen Sie mal, wissen Sie schon, was Sie da machen wollen? Die Hoffnung auf ein besseres Leben wurde Ihnen hier zum Verhängnis. Oder hier, in der ARD. Die Obszönität einerseits brutaler und andererseits assoziativer Bilder. Die misshandeln uns hier. Mein Vater weiß nicht, wo ich bin. Meine Mutter weiß nicht, wo ich bin. Zoom in. Susan Sontag nennt es das Leid der anderen betrachten. Oder hier, die weinende Reporterin des deutschen Fernsehens. Die Geschichten der Menschen gehen mir nah. Mir wird klar, was für ein menschenunwürdiges und brutales Leben hinter ihnen liegt. 12 Meilen vor der libyschen Küste erleben wir dramatische Szenen von Menschen, deren einzige Hoffnung die lebensgefährliche Überfahrt übers Mittelmeer ist. Die Lage ist unübersichtlich. Es bricht Panik aus. Menschen springen aus Verzweiflung ins Wasser. Wir erfahren, es gibt Tote. Und bekommen jetzt die Anweisung, Kamera aus. Nur Sens Bilder dokumentieren das Drama. Viele sind nackt. Und was macht diese Arbeit mit einem selbst? Wie war das für dich, an dem Boot anzukommen, wo die Menschen total in Panik waren? Wie war das da für dich, als du das erste Mal realisiert hast, da sind mittlerweile auch Leichen? Wie war das für dich, das erste Mal mit toten Menschen konfrontiert zu werden? Oder hier. Wir sehen Werbung auf YouTube und 3 Klicks. Oder hier, die Titelgeschichte in der Wochenzeitung Die Zeit. Zitat: Aus den panischen Tieren werden wieder Menschen. Wir sehen den Standpunkt der Aufnahme, denn wir sehen das Foto. So wissen wir von einem Fotografen auf dem Rettungsschlauchboot anstelle eines weiteren Retters. Auch das folgende Foto hat ein Fotograf auf dem Rettungsboot geschossen, nur dieses Mal waren Tote bei der Rettung nicht zu vermeiden. Und wir erleben, in welchem Maß Europa militärisch vermessen ist, damit dort Zivilgesellschaft stattfinden kann. Gilles Deleuze beschreibt dieses Verhältnis so: Während der Staatsapparat den gekerbten Raum des Zwangs einführt, versucht die Kriegsmaschine, über Fluchtlinien einen glatten Raum zu bilden, zu besetzen und auszubreiten. Mehr TV als die Simulation, die jetzt hier zu sehen ist, braucht kein Mensch. Denn nicht einmal Geld lässt sich dort sammeln.